knirpste die Schildkröte, sitzt auf einem Baum. Baum auf Schildkröte? Schon wieder? Bin schon unterwegs. Wie bekommt man denn eine Schildkröte vom Baum runter? Fällen Sie einfach den Baum. Ja. Nein! Ja. Nein! Ja, wir fällen einfach den Baum. Wir rufen jetzt den höchsten Rettungsservice im ganzen Land. Rettet wir mal wieder unseren Knirpsi. Wer fliegt jetzt eigentlich den Hubschrauber? Ich stelle mal schnell den Autopiloten an. Autopilot angeschaltet. Einen schönen Tag noch. Mit einem Autopilot fliegt der Hubschrauber von alleine. Von alleine. Hab ich dich. Witzig von einem. Schlaf schön, Knirpsi. Knirpsi hält jetzt Winterschlaf. Im Frühling wird er wieder aufwachen. Die scheint verkehrt herumzuliegen. Ich drehe sie mal um. Dr. Hamster hat der Eidechse geholfen. Hurra! Ich war da nicht hoch. Schorsch ist noch zu klein, um alleine mitzufahren. Oh, ich war da nicht hoch. Dann lass uns schnell fahren. Oh, ihr werdet allerdings schnell fahren. Schorsch hat seine Meinung geändert. Oh, armer Schorsch. Komm zu Mami. Ich steig dann auch mal schnell aus. Und auf die Post! It was at this moment he knew. He fucked up. Ja, ein toller Spaß. Saß. Mama, was ist das? Geh drumherum und steck deinen durch das Loch. Moin, Servus, Moin. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Gute Idee, Papa Wutz. Wir gehen gleich nach draußen. Peppa, wir müssen warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Peppa, wir müssen warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Ihr müsst rennen, den Ball titschen und in den Korb werfen. Pedro spricht mit seiner Stabschrecke. Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie eine Stabschrecke. Köstlich. Schmöchtlich. Edmund Elefant spricht mit seinem Schwanz. Guck mal, hier.